Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind wieder hier. Wegen dir lässt mich Greg jetzt hier Bretter sägen, bis es auf der ganzen Insel kein Holz mehr gibt. Lass mich bloß in Ruhe. Stimmt, Francis ist ja sauer auf uns. Irgendwo wollte ich jetzt aber... Wir hatten noch ein paar Quests hier bei denen. Hammer Schnaps. Snaff braucht Schnaps für seine Soße. Warte mal, die Herrenhause der Erbauer habe ich auch noch nicht durch. Satras will, dass ich die Herrenhäuser der Erbauer nach etwas Brauchbarem durchsuche. Ja, dann soll mir sagen, wo ich diese Häuser finden kann. Habe ich eigentlich auch durch. Die Pforte Wassermark. Ja, Satras schickt jemanden namens Lance in den Sumpf der Banditen. Satras fürchtet, dass Lance nicht sehr weit gekommen ist. Der Mörder von Angus und Hank, ein Typ namens Quan. Stimmt, den haben wir erledigt. Wo ist Bill? Dem muss ich Bescheid sagen. So, morgen. Hey. So. Quan ist erledigt. Quan ist erledigt. Und? Hat er gelitten? Mach mal halblau. Schon gut. Hauptsache, du hast das Schwein fertig gemacht. Ja, hab ich. Warte mal, was macht er jetzt? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Ich mache erstmal Pause. Francis hat meinen alten Job gekriegt. Von mir aus kann er die Bretter sägen, bis er schwarz wird. Okay, aber wenigstens weiß er, dass Juan tot ist. So, Skip, du wirst dich bestimmt aufhören. Wegen des Grogs? Wegen des Grogs. Dir fehlen 20 Flaschen, sagst du? Ja, verdammt. Das war mein gesamter Vorrat. So, ich leg ihn mal pennen. So, ich sehe gar nichts. Nur das Glitzern. So, dann würde ich vielleicht mal... Ich speichere einmal hier. Ganz deiner Meinung. So, ich will mal schauen, ob ich schon gegen die Feuerwarane ankomme. Damit wir hier auch einmal graben können. Gegen den normalen Waran. Safe. So. Ja, komm. Genau, du, dich will ich haben. Ja, das könnte böse enden. Das ist... böse geendet. Ich glaube, Feuerwarane noch keine gute Idee. Außer man greift die einzeln an. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Dann gehen wir mal aber da lang. Oder apropos. Das Gebiet da. Ich weiß nicht. Also. Es führt zu dem Wasserfall. Wo war denn die Höhle hier? Samuel? Der ist jetzt mir nicht sauer, dass ich es mitgenommen habe. Hey! Ich habe ein Rezept für dich. Ich habe ein Rezept für dich. Oh, lass mal sehen. Was denn für ein Rezept? Nooshammer. Es ist von Snaff. Das hört sich ja schrecklich an. Das muss ich sofort ausprobieren. Ich will meine Ration Grog abholen. Gib mir rum. Gib mir rum. Ah, die Muttermilch eines jeden Seemanns. Hier. Warte mal, will Skip Grog oder...
Die Höhle ist wohl in einem Talkessel östlich des Lagers, direkt bei dem See. Okay, da müsste irgendwo Grog sein, 20 Flaschen oder wie? Aber warte mal, habe ich jetzt von Samuel die, Hammerschnaps da bekommen? Muss ich ja auch machen, bevor ich mich mit Raven anlege. Was hast du sonst noch? Was hast du sonst noch? Bei mir gibt's alles, was ein Pirat zum Überleben braucht. Ein Stängel Sumpfkraut, Wacholder, Bier, Schinken. Echter Seemannsgrog. Komm, nehmen wir mal. Ich glaube, der echte Seemannsgrog ist das, was Skip haben will. Ich glaube, das ist das, was Skip braucht. So, apropos, haben wir... Echter Seemannsgrog haben wir jetzt 21. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Wegen des Grogs? Wegen des Grogs. Ja, das hat er wirklich. Hier hast du deine 20 Flaschen. Hier hast du deine 20 Flaschen. Was denn? Umsonst? Naja. Okay, ich werde sie dir bezahlen. Hast du vielleicht irgendwas Interessanteres als Gold? Was denn? Umsonst? Na, habe ich vor Jahren in einer stickigen Hafenkneipe beim Glücksspiel gewonnen. Der Kerl sagte damals, er sei magisch. Keine Ahnung, ob das stimmt. Das ist vielleicht wirklich nicht mein Problem. Willst du ihn statt dem Geld? Ja, gib mir den Ring. Gib mir den Ring. Ja, hast du ihn. Wirklich daran? Das interessiert mich nicht. So, warte mal. Was war das jetzt für ein Ring? Meinst du, mir geht es besser? So, Ring der Priester. Ring der Heiler. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ring der Krieger, Schutz vor Waffen. Das will doch keiner wissen. Ring der Lebenskraft. Ring der Magie. Das ist doch schon lange bekannt. Ring der Erzhaut. Stellt sich das immer so ein? Ah, okay. Hauptsache, wir haben den Ring. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. So, dann müssen wir eigentlich noch in diese eine Höhle, wo ein Lurker drin ist. Auch nochmal hin. Und gucken, ob wir hier noch irgendwas ausschalten können, dürfen, müssen. Ob es hier nicht noch was gibt. Also Viecher sehe ich jetzt keine mehr. Es waren jetzt nur diese zwei Sumpfratten, Wüstenratten, die zurückgekommen sind. Hier, die Höhle müssen wir. So, wie... So, darunter, meinte er, müssen wir hineinspringen, ne? Speicher mal. Obwohl das sieht so aus, als könnte man hier auch ganz normal runterlaufen, vielleicht. Ah, okay, da unten gibt es Wasser. Stunt-Bonus? Was? Okay. Muss ich hier jetzt nach unten? Ah, okay. Ich muss da lang. Gehe ich mal von aus. Jo, das war's. Er ist tot.
Malcolm. Scheint, dass es Zweihandkampf ist. Nice. Und Sägen. Ja, war aber klar, dass der tot ist. Weil die sind allesamt nicht gerade bewandert des Kampfes. Aber der Stunt-Bonus, der war jetzt cool. So, jetzt ist nur die Frage, wo geht's hier wieder raus? Hier liegt überall Gold. Und Goldbrocken auch noch. Schwefel und Schwefel und Schwefel. Lass mich raten. Hier geht's raus? Ja, mit Melken ist eh vorbei. Gibt's hier noch jemanden? Na, hier gibt's niemanden mehr. So, apropos, wenn wir jetzt hier sind. Gürtel der Kraft stärker. Warte mal. Hier erstmal Geschick. Und Zweihandkampf. Wir müssen den hier einmal ausziehen, Gürtel der Kraft und Amulett der Kraft. Stärke bei 87. Ich habe da eine Idee. Ich habe da wirklich eine Idee. Nicht noch. Da ist nichts zu holen. Ich glaube, der schwere Ast ist weg. Der eine kann ja nur bis 90. Wir können das ja aber ausnutzen. Wenn wir jetzt den Gürtel ausgezogen haben und den Dingens. Warte mal, dann machen wir so. Und so. Und reden nochmal mit dem Dude. Sein Kumpel Malcolm ist tot. Dein Kumpel Malcolm ist tot. Das habe ich mir schon gedacht. Armes Schwein. Ich hätte ihm doch helfen sollen. Du bist echt mutig, weißt du das? Ich hätte das mit der Felsspalte nicht fertig gebracht. Hallo, das waren 100 Erfahrungspunkte. Wenn ich das alles vorher gewusst hätte, wäre ich niemals Pirat geworden. Okay, Owen, war nett, deine Bekanntschaft gemacht zu haben. So, wir müssen jetzt aber einmal darüber, wie viele Erfahrungspunkte, Lernpunkte haben wir? 20. Wir müssen das ganz schlau machen mit den Erfahrungspunkten jetzt. Sagen wir mal so, wenn wir jetzt ganz genau gucken, wir haben 20, kostet ein Stärkepunkt, kostet momentan 3 Lernpunkte. Wir könnten 2x1 bekommen, das würde 6 kosten, dann fehlt uns aber ein Lernpunkt, um nochmal 5 zu bekommen. Wir bräuchten aber noch ein bisschen, das heißt, wir könnten aber noch mal, wir können das mit der Stärke erstmal so machen.
auf diese Art und Weise. Und dann mal schauen, wie hoch wir dann sind mit der Stärke. Könnten wir schon mal ein besseres Schwert nutzen, vielleicht, mit etwas Glück. Keine Ahnung, sag du es mir. So, Brandon. Bring mir was bei. Bring mir was bei. So, der kann 1 und nochmal 1. Gut, Junge. Du bist schon um einiges stärker geworden. Denn wenn wir jetzt hier haben, haben wir jetzt 89 Stärke. Wenn wir jetzt den Gürtel wieder anziehen und welcher war denn das? Alles nur Gerede. Ich könnte mir sowas nie erlauben. Warte, zusammen sind wir stärker. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Das will doch keiner wissen. Schutz vor Waffen, nee. Meinst du, mir geht es besser? Ring der Priester, zusammen sind wir stärker. Lebensenergiebonus sind 3 Brüder aus einer Kaste. Lebensenergiebonus, Geschicklichkeitsbonus, Stärkebonus 4. Könnten den hier auch nochmal nutzen. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Von mir erfährt keiner was. Da kann man sich drauf verlassen. So. Hier können wir auch nochmal Schutz vor Waffen kriegen. Wenn wir jetzt hier gucken, Schutz vor Waffen sind wir bei 108, Stärke bei 98. Was hatten wir genommen gehabt, was Stärke angeht? Das war keine große Sache. Den hatten wir doch genommen. Jetzt plus 10. Wie sieht's jetzt aus? Stärke 104. Für den bräuchten wir 105. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Ich könnte mir sowas nie erlauben. Wir brauchen noch einen Lernpunkt. Man weiß gar nicht mehr, dann könnten wir von dem 15er holen. Den für 15 holen und dann hätten wir 5 Punkte mehr in Stärke. Und wenn wir schlau sind, meine ich. Jetzt müssen wir erstmal mal gucken. Raven, Garrets Kompass. Greg hat Garrett einen Wert von Kompass abgenommen. Garrett vermutet, dass er ihn irgendwo am südlichen Strand verbuddelt hat. Die Foe der Wassermagier. Lance haben wir noch nicht gefunden. Aber wir haben auch hier jetzt mittlerweile. Abgesehen von 2 Kreuzen haben wir, glaube ich, schon auf alles gemacht. Alle Steintafeln haben wir auch schon übernommen, gemacht. Im Grunde haben wir hier jetzt nichts mehr, außer diese paar Quests. Sind hier jetzt nur noch diese 4 Quests oder 5 übrig. Und dann müssten wir zurück nach Corinnes. Im Grunde. Und dann können wir uns endlich mal nach Kapitel 4 weiterarbeiten. Ich gehe mal davon aus, dass hier genauso wie im ersten Teil 6 Kapitel sind. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das aber auch hier extrem gestreckt, weil ich einfach so ahnungslos bin. Und keine Ahnung habe, was ich machen muss. Das nicht einmal absichtlich gestreckt, ja? Ich bin einfach nur planlos und verpeilt. Und wusste nicht, was ich machen soll. Hier dürfte auch niemand mehr sein, ne?
Weidenkraut, perfekt. Die Frage ist jetzt wirklich, wo steckt ein Lance? Und jetzt müssten eigentlich auch noch die Sklaven hier sein. Müssten auch schon mittlerweile frei sein. Wieder hier. Ich weiß jetzt nicht, mit wem ich reden muss. Hey, du. Apropos, warte mal. Haben wir noch die Mission, die Vermissten? Nee. Bospas Bogen haben wir noch. Joe, die schnaubende Kreatur. Bilgots Flucht. Die Vermissten haben wir fertig. Okay, wo rennen die jetzt hin? Kronos? Nefarius? Haben die irgendwie was? Ich fand das ganz komisch, wie die hier gerannt sind. Wegen Raven. Hast du etwas Neues? Bisher noch nicht. Ich ra. Okay, noch nichts Neues. So, warte mal. Erstmal geistige Gebiet. Fortuno ist wieder bei Sinn, aber er kann sich an nichts erinnern. Hammerschnaps? Snurf braucht Schnaps für seine Soße. Er hat mir das Rezept für einen Hammerschnaps gegeben, den ich am Labortisch brauen kann. Was brauche ich für den Hammerschnaps? Den will ich jetzt mal brauen. Zurück. Schnaps brennen. Spezielle Tränke brauen. Tabak mischen und Stängel drehen. Zu wenig Rohstoffe, schade. Da lag mir einfach mal eine Zange rum. Gut, wir ziehen uns wieder die Banditenrüstung an. So. Und dann würde ich noch mal mit den Jungs da im Banditenlager reden. Ah, die Viecher sind wieder da. Okay. Im Sumpf. Dann gehen wir ein bisschen mal auf die Jagd wieder. Wir brauchen Punkte. Ja, wer kommt zuerst? Da ist nichts zu holen. So. Haben wir alle? Okay, nice. Wenn die Viecher alle wieder da sind, gehen wir auf die Jagd. Dann gehen wir Punkte sammeln. Sind die Sumpfhaie auch wieder da? Ich sehe dahin keine. Ey, aber das ist doch nur umso besser, oder? Wenn die wieder da sind. Da war's doch, da. Nimm mit. Sumpfkraut.
Warte mal, was ist... Waren wir in der Höhle schon? Ich glaube, in der waren wir schon. Ja. In der waren wir schon. Okay, aber ich bin jetzt auch ein bisschen enttäuscht, dass doch nicht überall die Viecher wieder da sind. Ja gut, okay, dann... Wenn es nur da vorne in dem Weg war... Oh, warte, was haben wir da gehabt? Feuernessel. Und Dunkelpilz. Ja gut, dann gehen wir ganz normal ins Lager. Snapperkraut. Butlerfleisch, perfekt. Das ist Lance. Wir haben Lance gefunden. Sagen wir mal dann lieber Saturas Bescheid. Hupsi. Aber der hat einen Apfel gehabt. Warte mal. Den Apfel, den muss ich essen. Weil eine gewisse Menge an Äpfeln gibt ja hier. Lebensenergie. Apropos Lebensenergie, wie viel haben wir jetzt? 449, wir waren doch bei 499. 491 ist das Maximum, was wir jetzt gerade haben. Ja. Egal, wir sind eh bei knapp 500. So, sagen wir Saturas Bescheid, Lance ist tot. Ich habe Lances Leiche gefunden. Ich habe Lances Leiche gefunden. Möge seine Seele in Adanos Reich eingehen. Pass auf dich auf, mein Sohn. Noch so einen Verlust dieser Art will ich nicht beklagen müssen. Ich habe hier Lances Aquamarinring. Ich habe hier Lances Aquamarinring. Am besten du gibst ihn mir, damit er nicht in falsche Hände gerät. Okay. Adanos möge dich schützen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal rüber zu Raven. Und ich versuche mal in den Tempel vielleicht zu gehen. Vielleicht müsste ich doch schon ihn kaputt hauen oder so. Einfach direkt schon Bosskampf gegen ihn. Und dann würde sich auch alles andere danach sofort mit ergeben. Wäre auch cool. Na komm, spring rauf. Manchmal hängt es einfach. Ja, aber ich fand aber auch krass, dass wir Lance da einfach übersehen hatten. Dass wir einfach an ihm vorbeigelaufen sind. Das liegt doch auf der Hand. So. Ich weiß jetzt nicht, muss ich die noch irgendwie kaputt hauen allesamt? Apropos. Warte mal.
erstmal alles braten, was wir haben. Speichern. Skinner. Oh, verdammt, was ist los? Warum weckst du mich, hä? Ich wette, du weißt es nicht mal. Nein, sag nichts. Jetzt ist es zu spät für Ausreden. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kämpfst gegen mich und meine Betty, oder du versuchst wegzulaufen. An deiner Stelle würde ich laufen. So. Lass dir nichts gefallen. Den wirst du ja wohl schaffen. So, Betty haben wir jetzt. Wo ist... Hallo, ich will... Kann ich ihn noch... Nein. Ich will ihn looten, ich will ihn plündern, hallo. Kann ich ihn noch irgendwie hier... Kann man ihn nicht mehr ran, ne? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja, er ist ja da. Ich muss an ihn rankommen. Verdammt, wenn ich jetzt nochmal lade. Muss ich nochmal versuchen. Ich will es aber nochmal versuchen. Warum wächst du? Na, geht an. Upsi. Hey. Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Ja, so ist gut. Lass dir nichts gefallen. So, jetzt haben wir's. So, jetzt kommen wir auch an allem ran. Nice. Und dann können wir jetzt auch hier uns hinlegen. Bis zum nächsten Morgen. Alles wieder voll. Ah, okay. Skinner wäre so oder so hier hingespawnt. Ich will stärker werden. Ich will stärker werden. Ah, okay. Der kann mich auch noch stärker machen. Mir fehlt aber noch ein Punkt. Aber ich würde sagen, hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.